noch ein bisschen Geld. Gut, das ist nur wegen dem Ausbau des Hauptquartiers und dann geht's ab. Einen Gangster habe ich schon. Oh, wie Fat Man. Das habe ich als Kind immer geliebt. Ich habe Hunger. Schön, wie er auch nicht bestellen muss, sondern direkt, wenn er gegessen hat, die nächste Pizza schon im Backofen ist. In irgendeinem Land ist es ja so üblich, dass wenn man den Teller komplett leer isst, die Kellner einem automatisch eine weitere Portion geben. Weil das im Sinne heißt, es hat gut geschmeckt, ich will weiter essen. Das heißt, wenn man nicht weiter essen möchte, muss man tatsächlich etwas auf dem Teller liegen lassen. Logischerweise für Touris würde man da eher nachfragen. Sonst würde man sich ja dumm und dämlich da zahlen. Warum kommt da noch was? Kriege ich das alles umsonst oder was? Ja, ich muss ja auch noch überlegen, was ich heute Abend essen. Was habe ich denn? Ich denke nichts. Ich weiß, eine große Auswahl. Cornflakes habe ich. Das ist ein schönes Abendessen. Nee, ich habe kurz irgendwas Warmes. Muss ich mal schauen. Was kommt wieder? Ja, kommt, kommt. Ja, her mit eurem Geld. Gucken wir mal, ob das geht. Ich muss leider ein Restaurant aufgeben. Aber dafür ist mehr Platz für euch. Und weniger Angriffsfläche für ihn. Okay, ich kann nicht viel höher mit dem Preis gehen. Da ich allerdings einen teuren Lieferant habe, sind die Preise an sich ja auch sowieso teuer. So, 60.000 habe ich schon mal. Noch ein bisschen, dann gehe ich bald ab. Ui, wer hat da seinen Laden aufgegeben? Hahaha. Der will mich verarschen. Kommt überall eine scheiß Fabrik hin. Vor allem, warum gibt er dem, die ihn spenden, eine Fabrik? Das verstehe ich nicht. Fabriken sind zwar gut, aber nur, wenn man sich damit auskennt. Und das tun die PCs nicht. Da kommen wieder neue. Der entlässt sie und holt sich neue. Irgendwie ist er nie zufrieden. Wäre witzig, wenn man irgendwie noch so einen Spion da einschleusen könnte. So auch wie der Wechsellot. Ginge es ja locker. Auch wenn er nicht lange drin bleiben würde, weil er gleich wieder entlassen wird. Okay, okay, 60.000, bald habe ich genug. Ich will nämlich jetzt auch bald loslegen und wirklich attackieren. Schläger brauche ich an sich noch nicht. Obwohl, doch vielleicht so kleine Schläger, doch, doch, doch. Aber ausbilden muss ich die nicht. Weil dann kann ich zum Beispiel nach einer Schießerei da alles zerdeppern, bis die neuen Wachen kommen, ist alles futsch. Das wäre schön. Ach ja. Ist bequem, wenn man der reichste Typ hier in der Stadt ist. Das ist übrigens der höchste Schwierigkeitsgrad, gell? Pate. Habe seinen Film zwar noch nie gesehen, aber natürlich kenne ich ein, zwei Zitate trotzdem davon. Ich vermisse ihre Spende. Du kriegst doch von jedem Deppen hier, wie es aussieht, eine Spende. Die wechseln doch regelmäßig. Hm. Naja. Ich muss auch gucken, was ich bzw. wen ich zuerst angreife. Also die höchste Gefahr geht im Moment von... Achso. Also das finde ich schade, dass die Statistik hier weggeht, wenn ich... Na gut. Muss ich jetzt wieder das Essen. Selbst der hat noch Level 5. Der auch. Der auch? Der nicht. Das ist aber auch der eine. Der hat sogar 6 Wachen drin. Alter, bis ich das kaputt kriege, dauert es ewig.
Weil das Problem ist, ich kann ja maximal nur 10 Gangster reinschicken, mehr nicht. Oder? 10? Wann sind es? 10? Das Maximum? 10, 10, 10, 10, 10. Ja. Schläge kann ich nicht reinschicken. Und meine eigenen Wachen auch nicht. Ja, wen mache ich fertig? Der nimmt hier langsam einen gewissen Grad ein, der mir nicht gefällt. Wenn ich den Stärksten ausschalte, machen sich die anderen breit. Beziehungsweise es gibt keinen Stärksten, weil die zwei hier sind sehr konkurrierend. Der sowieso, weil er sein Hauptquartier am schnellsten ausgebaut hat. Und mit seinen zwei Restaurants ist er auch einigermaßen erfolgreich. Ein drittes will er ja ständig bauen, nur die Plätze sind hier halt scheiße. Wie geht's eigentlich aus? 8. Keine Vorkommnisse. 19. Ab wann kriege ich eigentlich neue Stufe hier bei Dingen? Bei Wache? Ich will noch einen Punkt bitte haben, damit die billiger sind. Das wäre sehr nett. Hey. No Limit Pizza. Und Pasta Park. Haben sich gut etabliert und würden sich sofort breiter machen, wenn die anderen aufgeben würden. Ja. Wen also fertig machen? Das ist hier die Frage. Ich werde ein bisschen schläfrig, merke ich gerade. Vielleicht sollte ich heute nicht so lange aufnehmen. Und wieder kalt wird mir. Sechzigtausend. 1, 2, 3, 4. 4 Gangster mindestens brauche ich. Um sie zu erpressen. Weil davor habe ich, wie gesagt, dann bin ich komplett sicher erstmal. Und wenn sie sich sogar gegenseitig dann angreifen, weil sie logischerweise nicht mehr mich angreifen, passt das. Nur er hat was gegen mich. Er hat mich ja mehrmals schon angegriffen. Die Statistiken sind eindeutig. Das bedeutet, er wird wahrscheinlich nicht der Erste sein, der kapitulieren wird gegen mich. Hallo! Du willst auch in den Club mitmachen? Wie schön! Ich darf gar keinen hier unterschätzen. Soll ich vielleicht ein drittes Restaurant öffnen? Die Frage ist nur wo. Kaufen an sich könnte ich mir eigentlich auch jedes Gebäude, gell? Ja, wenn ich ein bisschen sparen würde. Aber was ist so eine gute Lage noch? Die ist immer gut, finde ich. Hier. Ich weiß zwar nicht warum, aber hier kommen immer sehr viele Leute. Obwohl da eigentlich nichts ist. Zum Stadion. Irgendwo im Stadion wäre es natürlich auch gut. So, das hier würde mir gefallen. Die Uni will ich vielleicht nicht kaufen. Ja, aber vielleicht sowas. Ne, drittes Restaurant. Es gibt keine bessere Lage. Na gut. 60.000 sind da. Dann geht's ab. Ausbilden. Er bereitet nun sein Syndikat vor. Macht euch bereit. Keiner kommt an diesem Fleck klar. Dann probier ich's mal.
Beziehungsweise kann ich sie jetzt schon erpressen. Wenn ich die drei halt unter Kontrolle hätte, meine Güte. Nachteil ist natürlich, wenn ich sehe, dass sie nicht kooperieren möchten. Ah. Ne, ich mach da jetzt nichts dran. Wenn sie nicht kooperieren, muss ich meinen Gangster zurückschicken und er wird erschossen. Das Angebot bleibt auf jeden Fall gering. Also das Geld ist mir nicht so wichtig. Ich will nur, dass sie etwas spenden. 1000, 5000 ist mir Jacke wie Hose. Kriegt er irgendwas hier so? 1400. Irgendwas so in dem Rahmen. Hauptsache, sie spenden. Missionsangebot erhalten. Halleluja, hoffentlich ist das ein bisschen besser. Natürlich könnte ich auch das größte Pech haben, dass sie alle gleichzeitig angreifen. Dann bin ich am Arsch. Ein Grund mehr, sie zu bestechen. Dann läuft das, der Laden gut. Hier läuft welcher Laden besser? Der oder der? Und der. Also hier würde ich da einschicken, hier würde ich da einschicken. Er hat nur eins, ist klar. Das mittlere macht bei ihm am meisten. Das mittlere ist auch das nervige, ja. Drei. 11.000, wo ist mein Geld? Ja, ich krieg morgens ja immer so viel abgezogen, stimmt. Gut, tun wir das. Ich will nicht von denen angegriffen werden. Das da. 1000 lappische 200. Pumps. Feierabend. So. Du da. 1200, sogar ein bisschen weniger. Und du. Mal sehen, wer bezahlt und wer nicht. Könnte natürlich sein, dass die alle was gegen jetzt mich haben und diese alle angreifen. Das wäre katastrophal. Ja, nein. Aha. Aha. Wer sind das, mal ist die Frage? Der ist Machu Pizza. Ah, der da wahrscheinlich. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Aus der Park und Machu Pizza haben nachgelassen. Ui. Aber die Mission hatte ich schon mal. Ne, kannst mich mal. Ui. No Limit Pizza. Dabei ist er der Einzige, der noch nicht will. Komm, gib mir dein Einverständnis. Bauen Sie ein Hauptquartier Stufe 6, einer meiner Ziele. Habe ich erreicht. Die Nobelfiliale wird erst gemacht, wenn ich jeden Gegner zugrunde genommen habe. Weil solange sie spenden, geht's nicht. Nur das Hauptquartier sprengen wird im Laufe getan. Was ist mit dir? Warum willst du dich nicht beugen? Hierher geschickt. Nicht? Aber ich habe keinen hierhin geschickt. Ich habe ja keinen mehr übrig.
anderen beugen sich meine Ding. Probieren wir es mal. Wenn ich wirklich ihn kriege, habe ich jeden unter Kontrolle und keine Angst mehr. Natürlich können sie sich jederzeit kündigen. Ich denke, das tun sie allerdings nur, wenn sie kein Geld haben. Und dann können sie auch nicht richtig angreifen. So, strukturiert wird natürlich erstmal wahrscheinlich die Hauptquartiere fertig gemacht. Weil ohne Hauptquartiere, ja, können sie sich nicht mehr etablieren hier in der Stadt. Ohne Wachen werden die zerfleischt wie sonst was. Dann bin ich nicht mehr das Ziel Nummer 1. Sondern die werden einfach alles Mögliche zu denen schicken. Und gute Nacht. Ich muss keinen mehr fertig machen. Die werden sich gegenseitig fertig machen. Ist mein Gangster schon da? Noch nicht. Okay. Schön, dass sich aber alle beugen. Warum das hier so abgeschnitten ist, weiß ich bis heute nicht. Darauf konnte man doch achten. Weil das liegt nicht an meiner Auflösung, soweit ich weiß. Boah, Bruder, bei dir läuft. Was ist mit dem? Warum baut er immer ein scheiß Restaurant und macht dabei eh Verluste? Im Hauptquartier, sehr gut. Also das oder das? Die haben zwei verschiedene Tageszeiten offen. Anscheinend. Das mit der Oper geht mir aber logischerweise mehr auf den Keks. Auch wenn ich dem hier mehr Konkurrenten abmache. Egal. Trotzdem hier. Dir nehme ich auch irgendwas in dem Rahmen weg. Mal sehen, ob du bezahlst. Dann nehme ich von jedem ein bisschen was ein. Das sind zwar nur Peanuts, aber gut. Pro Quartal 1000, das ist ja nichts. Dem Bürgermeister müsste ich pro Quartal 5000 geben. Das ist schon einiges mehr. Da kann ich noch einen vierten Brief sehen. Interessant, wie vor allem hier die ganze Konkurrenz alles wegnimmt. Vor allem wegnimmt. Weil ich dachte, kommen gar nicht erst zu mir. Hier gibt's Ärger. Ja. Ich hab die Kontrolle. Über die ganze Stadt. Wenn ich jetzt Geld ansammle, einfach nur. Bei einem gebe ich nach. Wie? Cool. Bei einem gebe ich nach. Die lausigen Symphoniker. Okay. Naja. Warum man sich eine lausige Schorn sieht.